und herzlich willkommen bei Kenny Katze Hund. In dieser Folge geht es darum, was ich für Erfahrungen mit Pappkratzmöbeln für Katzen gemacht habe. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, meine Katzen hatten letztes Jahr in ihrem Adventskalender eine Pappkratzmatte. Und zu Weihnachten gab es von Cat It Design aus der Senses-Serie das Stretchpad. Außerdem gab es zwischendurch dieses niedliche Kratzkörbchen mit Schmetterlingmuster. Ich habe vorher nie irgendwas aus Pappe zum Kratzen für meine Katzen ausprobiert und dachte, jetzt wird es mal allerhöchste Zeit und hatte eigentlich mir vorgenommen oder als Ziel gesetzt oder besser gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich damit diese Kratzstämme ersetzen kann. Letztes Jahr im Adventskalender, das ist tatsächlich noch nicht ganz so lange her, aber die Zeit hat durchaus ausgereicht, um dazu schon eine Menge sagen zu können. Anfangs war ich mir überhaupt nicht sicher, ob alle meine Katzen verstehen, was sie denn damit nun anfangen sollen. Meine Zweifel sind schnell beseitigt worden, denn mittlerweile benutzt jede meiner Katzen sowohl die Kratzmatten als auch das Kratzpad. Mein Sorgenkind Mini, die sich nach wie vor sehr gerne hier an dem Sofa hinter mir vergreift, findet die Kratzpappe wirklich interessant. Das ist zwar noch kein voller Erfolg, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Leider kann ich nicht wie geplant die Kratzstämme hier bei mir zu Hause abschaffen, denn obwohl die Pappe hier wirklich gut ankommt und auch gut angenommen wird, ist es doch leider so, dass sie fast doppelt so oft hier an diesen Sisalkratzstämmen kratzen. Der Sisalkratzstamm scheint sich wohl doch noch etwas besser anzufühlen oder angenehmer für die Krallen zu sein oder mehr seinen Zweck zu erfüllen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es für mich ein deutliches Zeichen, diese Kratzstämme hier bei mir zu Hause nicht abzuschaffen. Trotzdem bin ich den Kratzpappen gegenüber nicht abgeneigt, denn meinen Katzen gefällt es und warum sollen sie nicht ein bisschen Abwechslung haben? Außerdem finde ich es von Vorteil, dass es sie in so vielen Ausführungen und Variationen gibt und ich glaube, dass man sie somit auch in jede Lebenssituation integrieren kann. Großer Nachteil, der mir aufgefallen ist, dass diese Kratzpappen tatsächlich nicht sehr lange halten. Die Matte zum Beispiel sieht jetzt nach der kurzen Zeit schon so aus. Im Vergleich zu einem Sisalkratzstamm ist sie natürlich deutlich im Nachteil. Ich meine, gut, die war jetzt nicht unbedingt teuer, aber trotzdem ist die Haltbarkeit schon relativ gering. Was hier jetzt bei dieser Ausführung natürlich der Vorteil ist, ist, dass ich diesen Kratzblock hier in der Mitte noch einmal rausnehmen und umdrehen kann. Dann sieht das Ganze wieder schön aus und hält jetzt ungefähr noch 2 Wochen. Das Pad sieht mittlerweile so aus und ich finde, das ist ganz, ganz unansehnlich geworden und ich kann eigentlich keinem empfehlen, das nachzukaufen. Man kann dieses innere Teil hier zwar nachkaufen, aber mit circa 6 bis 8 Euro ist das dann doch ganz schön teuer und ich finde nicht, dass sich das lohnt. Mein Fazit aus dieser doch recht kurzen, aber sehr aufschlussreichen Testphase ist, in meinem Haushalt kommt Kratzpappe nur ergänzend in Frage. Meine Katzen mögen das. Ich werde auf jeden Fall den ein oder anderen Artikel aus Kratzpappe hier aufstellen. Wobei ich sagen muss, ich werde dabei auf jeden Fall auf den Preis achten. Und wie gesagt, das Ganze natürlich nur ergänzend zu diesen Sisalkratzstämmen und meinem Kratzbaum aufstellen. Ich
würde mich sehr freuen, wenn ich euch mit dieser Folge, abgesehen natürlich vom Krallenschneiden, einen kleinen Einblick geben konnte, wie man das Kratzverhalten seiner Katze steuern kann. Und es wäre schön, wenn ihr mich vielleicht an euren Erfahrungen teilhaben lassen könntet. Und vielleicht hat der eine oder andere noch eine Idee, wie ich Mini das Sofakratzen abgewöhnen kann. Wenn ihr was wisst, schreibt mir das wie immer gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. An dieser Stelle, ciao, miau! In dieser Folge geht es darum, was ich für Erfahrungen mit Pappkratzmöbeln aus Pappe, was ich für Erfahrungen mit Pappkratzmöbeln für Katzen aus Pappe gemacht habe. Pappkatzen. Mit Pappkratzmöbeln für Katzen gemacht habe. Sag mal, spinnt ihr? Hallo, du sollst an der Matte kratzen, nicht am Sofa. Da macht sie schon wieder. Obwohl ich daneben sitze. Mini! Jetzt brauche ich auch nicht mehr schimpfen, ne?